Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge für Zwischendurch. Heute mit Nio. Ich habe in den letzten Stunden Nio ein bisschen gezockt und da dachte ich, komm, startest mal die Aufnahme und machst mal eine Folge davon, wie du das spielst. Das spiele ich derzeit ein bisschen privat und ja, ich habe jetzt noch nicht so viel gemacht. Ich glaube, 2 Stunden habe ich jetzt Intus und storytechnisch ist auch noch nicht viel passiert. Wir sind halt im Tower of London aufgewacht, hatten einen Geist bei uns. Woher, weiß ich auch nicht. Dann haben wir uns da durchgeprügelt, am Ende wurde uns der Geist geklaut und dann dachte sich unser Charakter, ich sollte mich mal auf eine 2 Jahre lange Reise auf eine Insel begeben, und zwar diese, wo wir gerade sind. Unterwegs hat er dann ein Buch gefunden über einen Samurai und dachte sich, oh, Samurai sein ist echt cool, ich bin jetzt auch Samurai. Und dann ist er Samurai geworden. Ja, und irgendwie hatte er das Gefühl, dass er noch einen zweiten Geist hat. Und jetzt hat er einen zweiten Geist. Also für mich ist das hier eine Traumwelt. Mein Ziel ist derzeit dieses Schiff. Da will ich jetzt gerade hingehen. Und ich wette, während der Aufnahme bin ich einfach nur scheiße. Ich war ganz gut. Ich habe jetzt gerade ein bisschen trainiert gegen menschliche NPC-Gegner. Kann man das so sagen? Und ja, bin ein bisschen geübt. Und da hinten ist ein Pfeilbogenschütze, das finde ich nicht so knorke. Ich werde mich mal ein bisschen zu ihr zurückziehen. Weil die Pfeilbogenschützen sind ehrlich gesagt ein bisschen feige. Kann ich verstehen. Wer will mir schon hinterhergehen? Der steht nochmal auf. Glaubst du nicht? Zack, 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 zack. Yeah. Loot. Genau deswegen habe ich mir dieses Spiel überhaupt gekauft, wegen Loot. Ich liebe ja Spiele mit Loot. Und deswegen ist das hier eigentlich das perfekte Spiel für mich. Es hat einfach alles, was ich brauche. Loot, Samurai, Äxte. Eigentlich wollte ich mit dem Schwert durch die Gegend laufen, aber irgendwie hat es mir die Axt angetan. So, ich clear hier nochmal das Ganze und dann zeige ich euch, wie die ganzen NPC-Spielercamper ablaufen. Ich wette, ich kacke da gleich voll ab. Hier sind menschliche Spieler gestorben. Und das sind quasi ihre Seelen, die da auf dem Boden liegen, oder ihre Überreste sozusagen. Die haben verschiedene Level. Der da hinten war zum Beispiel 12. Der hier ist 8. Hat 3 gelbe Gegenstände, einen blauen Gegenstand. Und ich weiß nicht, ob man die weißen nicht sehen kann oder ob er wirklich weiße trägt, weiß ich gar nicht. Und der hier hat halt einen lilanen Gegenstand, den ich gerne haben würde. Von Gesetzloser abgeschossen. Ach, vom Fall der Bogenschützen wurde er getötet. Und zwar vor knapp einer halben Stunde. Arme Wurst. Wollen wir ihn mal befreien. Ich werde aber voll verkacken wahrscheinlich. In der Aufnahme bin ich irgendwie wahrscheinlich nie so gut. Hey! Guckt euch den Arsch an! Ja, war ja klar. Kaum geht's in die Aufnahme, verkacke ich. Naja, nicht so krass, wie ich gedacht habe, aber naja. So, es wird Zeit, das Schiff zu betreten. So, erstmal ziehen wir uns hier mal die Leiche rein. Sollte es sein. Verkackt. Ich habe aber das Gefühl, dass da oben jetzt ein Boss auf mich wartet. Ich glaube, das war, ja. Schlechter Zeitpunkt zum Einsteigen für mich. Ich bin allergisch gegen Bosse. Bosse kann ich so gar nicht. Und ich sehe ziemlich affig aus mit dem Helm. Ich weiß. Ach du Heilige. Ich werde hier ein paar Mal sterben, ja. Okay. Überall ist Feuer. Ja, coole Sache. Oh Gott, das hat nichts gebracht. Das hat nichts gebracht. Oh. So, erstmal anvisieren und dann gucken wir uns mal an, was der so Schönes macht. Er kann ein bisschen rumschleudern. Ja, schön. Ach, scheiße, jetzt habe ich verkackt. Ich aktiviere mal kurz mein Höllenschwert. Ja, zumindest ein bisschen Schaden habe ich ihm gemacht.
können Ausdauer. Huhuhu. Bleib mal chillig, Kleiner. Bleib mal chillig. Ach. Verflucht. Ich bin doch nicht so gut in solchen Spielen. Mann, kannst du das mal... Kannst du das echt mal lassen? Jetzt holt er sich den anderen. Ich fass es nicht. Okay. Okay. Ich vermute mal, das war Versuch Nummer 1. Aber wir haben ihn jetzt ein bisschen drauf, ja. Nein, eigentlich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was der Bengel macht. So, neuer Versuch. Ich würde gerne meine Leiche wiederfinden. Ach, da hinten liegt sie. Ja, lass mich in Ruhe. Please. Ich will erstmal nur meine Leiche haben, okay? Okay, jetzt bin ich zufrieden. Ah, netter Move, Bro, aber... Puh. Okay. Hab's verstanden. Du hast voll die fetten Klöten. Alles ist in Ordnung. Ah, ich steck fest! Ah, klasse. Okay. Der macht also so, so eine komischen Moves und wir müssen das predicten. Oh Gott, das habe ich verkackt. Hätte meine Ausdauer wiederherstellen können. Ja, wenn ich getroffen werde, ist das aber ein bisschen ungünstig. Ah, der und seine fetten Eier, ne? Der soll mich mal in Ruhe lassen. Der geht mir jetzt schon auf die Eier. Lass mich in Ruhe! Was willst du von mir? Ich habe nichts zu essen für dich. Oh, wow. Na toll, ich bin ausgewichen. Ich hab's alle gesehen. Ich hab einen Videobeweis. Techies! Okay, es hat nichts gebracht. Ich glaube, es hat ihn sauer gemacht. Oh Gott! Okay, nein! Tut mir leid! Okay, die Pfeile nützen denn gar nichts. Na! Ah, oh Gott! Na toll, da kam ich nicht weg. Beruhig dich mal, Bro. Das bringt nichts mehr. Oh, nein. Ja. Bin immer so nervös bei Brustkämpfen. Coole Nummer. Ich bin so gut wie tot. Ja. Oh. Schwachstelle gefunden. Nimm das, du Arsch. Oh, der war gut. Kriegst noch einen. Jetzt dreht er richtig durch. WTF, was? Das Spiel mobbt mich. Habt ihr das gesehen? Jetzt ist es schön. Aber ruinier mir doch nicht den Bosskampf. Mach ihn ganz billig fertig. Zack. Haha, Mission abgeschlossen. Ach. Ich weiß, ich bin nicht wirklich gut in dem Spiel, aber es macht mir Spaß. So, ich habe eine Gebetsperle gefunden. Die kann man sich bestimmt schön in den Hintern stecken. Wo kriegt man das? Ja, Gebetsperlen. Verteidigung. Windschaden. Oh, Wind, ich krieg Windschaden dazu. Das ist cool. Reduzierter Feuerschaden. Über Zeit. Gefällt mir, nehme ich. So. Ihr wart heute live dabei, wie ich einen Boss fertig gemacht habe. Oha. Oha. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich jetzt hier ein Boss kommt. Wobei, es war ein Schiff irgendwo und irgendwo. Gehen wir weiter. Du verlässt die Mission und kehrst zum Ausgangspunkt zurück. Ja, was soll ich denn sonst machen? Gibt's hier noch irgendwas Besonderes? Ich könnte ins Feuer laufen und sterben. Kann Vasen umlaufen. Oh, da ist Geld drin. Und ein Stein. Oh, ich bin reich. Steine. Aber hier sind noch mehr Vasen. Alles meins. Alles meins. Alles meins.
Naja, ich habe mir halt gedacht, wenn ich mir Neo kaufe, kann ich so ein bisschen einsteigen in dieses Universum. Ich habe ja schon Dark Souls versucht. Nicht Dark Souls, sondern wie hieß das andere nochmal? Das andere Spiel da halt, was so ähnlich war wie Dark Souls. Und irgendwie bin ich da noch nicht richtig zurechtgekommen und dachte ich mir, Neo könnte was für mich sein, weil es halt dieses Loot-System hat. Also ein besseres Loot-System als Dark Souls und der andere Scheiß, den ich mir nicht erinnern kann. Ja, wir sind 2 Jahre hier zur Insel hergekommen, um ein Schiff abzufackeln. Okay. Who are you? A foreigner? Your skill against Oni is impressive. As is your skill with English. My name is Hanzo Hattori. And you are? Call me William. I'm here in pursuit of someone. An enemy, perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. If you lend me your strength in fighting Oni, I will help you in return. Well then. Eine Katze. Dawn is breaking. Alter, das Spiel ergibt keinen Sinn! Von vorn bis hinten nicht. Warum? Eine Katze! Alter. Der Typ liest ein Buch und ist ein Samurai. Und der andere Typ, der ein Samurai ist, der holt eine Katze aus seinem Hemd. Eine Katze! Ich verstehe es einfach nicht. Naja, egal. Alles wird gut.天下人であった太后秀吉様が亡くなり、この国では今二人の侍が覇を競っておる。一人は秀吉様を継いだ石田三成殿、もう一人は我が主君徳川家康様。わしは家康様から西国大名たちの調略を任され、この九州へ参ったのだ。 近頃巷には市民毛量が出没し、大名たちは手を焼いておる。鬼を斬るその腕を売り込めば調略の好機となろう。案ずるな、あやかし騒ぎを追えばお主の仇も現れよう。まずは家康様に近しい隣国豊前の官兵衛殿のもとに参ろう。 So viel zu dem ausländischen Händler, den ich verfolgt habe. Ich wollte ihn gefangen nehmen und als Druckmittel einsetzen, aber jetzt ist er tot. Man erntet, was man sieht. Und ich krieg 3 Sachen. Ein Stock, ein Zweig und Analkugeln. Wuhu! Du hast ein Himori-Fragment erhalten. Wenn du es während einer Mission benutzt, verlierst du dein gesamtes Amrita. Du kannst es jedoch zurückerhalten, indem du die Mission abbrichst. Bett! Die Mission Grundlagen der Steuerung wurde zum... Ich spiele das Spiel seit Stunden und dann plötzlich sagen die mir, im Tutorial kannst du jetzt herausfinden, wie man läuft. Ich verstehe dieses Spiel einfach nicht. Das ist einfach... Vorne und hinten ergibt es keinen Sinn. Die Mission Der Weg des Ninja-Neuling wurde zum Dojo und... Oh, Quests. Zwielichtmission, das gesegnete Dorf freigeschaltet. Ah, Tod dem Banditen. Ausgangspunkt. Ist das das Dojo? Mein imaginäres Dojo? Oder habe ich jetzt echt ein Dojo? Dies ist eine zwielichtige Mission mit hohem Risiko und hoher Belohnung. Die Gegner sind stärker, aber du hast auch die Chance, starke Ausrüstung zu erhalten. Du kannst eine Zwielichtmission nur während des Zwielichts spielen.
Das ist eine Zwillingsmission, das hier. Missionsstufe ist klar. Oh, Gebetsperlen, cool. Bester Lack. Beschwörerkerze. Ich hab letztens einen Typen umgebracht, der hat mir eine Beschwörerkerze geschenkt. Und diese komischen Gebetsperlen habe ich auch. Und wozu brauche ich Lack? Soll ich meine Schwerter anmalen oder was? So, wir gehen einfach mal dahin. Ach. Ich verstehe es nicht. Haben die nicht gerade gesagt, neue Zwielichtmission verfügbar? Okay, seltsam. Naja, man kann übrigens so eine komischen Frösche sammeln, die seht ihr jetzt auf der rechten Seite. Ich habe jetzt 7 von 150. In dem ersten Level waren quasi 9. Das heißt, es wird so einiges geben, wahrscheinlich zum Erkunden. Locke eines jungen Samurai. Wieso kann ich da nicht hin? Na gut, da wir anscheinend da nicht hingehen können und so weiter und so fort, würde ich sagen, gucken wir uns mal, was wir hier so zur Verfügung haben. Warum ist da eigentlich ein Ausrufezeichen? Was soll das? Oh, ich krieg Shinobi-Kleidung. Oh ja, das brauche ich ganz. Ach, komm, halt's Maul. Wir gehen mal hier runter. Ich dachte, die von den ausländischen Händlern angehörten Banditen wären besiegt, doch anscheinend habe ich mich geirrt. Manche von ihnen sind noch auf freiem Fuß und bedrängen die Dorfbewohner. William, du bist geschickt im Kampf gegen Dämonen. Vielleicht kannst du deine Fähigkeiten ja auch für deine Mitmenschen einsetzen. Die noch übrigen Banditen sind nur ein zusammengewürfelter Haufen. Schalt ihren Anführer aus, dann wird der Rest schon davonlaufen. Achso. Da waren wir schon. Man kann es immer wieder machen. Gut, dann gehe ich hier halt hin. Willkommen, Hanzo. Es ist gut, dass du mit deinem Freund gekommen bist. Sir William, nicht wahr? Mir wurde gesagt, dass du über ein gewisses Geschick im Umgang mit Yokai und Monstern verfügst. In Anbetracht dieser Talente muss ich um einen Gefallen bitten. Mein Sohn Nagamasa ist aufgebrochen, um eine Bande von Schurken zu zerschlagen und ich habe seither nichts mehr von ihm gehört. Ich würde ihm selbst zur Hilfe kommen, doch mein Körper ist nicht mehr, was er einmal war. Wirst du meinen Sohn an meiner Seite retten? Ja, klar. Ich bin gespannt. Ich bin jemand, der durchwühlt halt die Level wirklich ausgiebig. Und deswegen werde ich hier wahrscheinlich lange hängen. Und deswegen wäre das auch bestimmt nichts für ein Let's Play oder für einen Stream, weil ich hier rumgammel wie der größte Penner auf Erden. Das ist mein Ziel, Freund. Eines wunderschönen Tages habe ich dieses Spiel zu 100% durch. Und dann kann ich auch Dark Souls. Mein Helm ist lächerlich. Ach nee, komm. A cat clock. Hanzo's ways are curious indeed. Naga Masato mosu mono no shigurei no kihai wa yoku shitte oru zo. Even cats speak in these lands. Dieses Spiel ergibt keinen Sinn. Super. Klasse. Ja, danke, dass ich Japanoesisch kann. Keine Ahnung. Wie sich dann mehrere Leute verstecken, lol. Na verdammt, zu spät. Naja, egal. Der lebt doch! Soll ich mich verarschen?
Okay, da war ich aus dem Booster. Jetzt sterbt doch beide endlich mal. Meine Fresse. Irgendwann reicht's. Irgendwann reicht's. Yay! Yay! Okay. Yay! Okay, kein Yay mehr. Schade. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Wichtig bei diesem Spiel ist immer das Umschauen, denn hier gibt's kleine Kisten. Zack! Yokai Wassertopf, wow! Das brauche ich so dringend. Hey, die ist leer. Schweine. Geklaut haben sie mir. Oh, Fledermäuse. Das kann nervig werden. Alter! Ja, leck mich doch, Alter. Okay. Okay. Du mich auch, Alter. Du mich auch. Take this! Was war das gerade für ein Leuchten? Alter, die machen mich fertig, die Säcke. Die Penner, Alter, die Penner. Okay, okay. Ich sehe schon. Wenn Gegner zu zweit sind, ist das echt scheiße. Ich habe bisher das Glück gehabt, dass ich immer nur gegen Einzelne kämpfen konnte, durfte. Jetzt sind es mehrere. Ich habe immer gedacht, ich bin gut. Nein, es war einfach nur Pech. Das war einfach nur Pech. So, du Drecksack. Nee, warte. Du kriegst die Schrufflinte ins Gesicht. So. Was hast du davon, du Sack? Und was liegt hier rum? Schaffe ich den? Tödlich gestürzt. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn schaffe. Ich renne einfach mal weg. Der kommt mir schon hinterher. So, hier können wir kämpfen, Bro. Ja. Na, das ist doch nicht dein Ernst. Stirb halt. Take dies. Und dies. Oh, verdammt. Ich will dich mit Schuhregen töten. Geht doch. Oh, Schuhe. Irgendwas anderes. Ah, ja. Ja, ja, ja. Genau das, was ich wollte. Loot, Freunde. Loot. So, was haben wir bekommen? Schlechte Schuhe und gute Schuhe. Wieso hat er zwei Paar Schuhe gehabt? Das stimmt mit dem Typen nicht. Gewichtsmäßig ist das noch in Ordnung. Wir sind jetzt ein bisschen schwerer, aber... Naja, dafür haben wir ein bisschen mehr Schutz. Und hohe Laufgeschwindigkeit. Na gut. Ich nehme trotzdem mal die. Dann habe ich bekommen... Dinge, die mich leichter machen. Goldbilanz. Ja, Goldbilanz ist schon nicht schlecht, ne? Das macht mich um einiges leichter. Ich nehme das. Das macht keinen Unterschied. Nehmen wir die Speer. Oh. Schadensreduktion. Kritisch. Da kriege ich 28 Leben. Und Windschutz. Goldbilanz. Ja, Gold. Ist akzeptiert. Gott, ich sehe jetzt noch schlimmer aus. Oh, Mann. So. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich will nicht wieder auf die Fresse fliegen. Ja, Gott. Fragt mich nicht. Hab ich's aufgesammelt?
Der Sack ist runtergefallen. Was haben wir hier? Stufe 17, ah ja. Die muss ich ein bisschen reduzieren. Zack. Die haben wir reduziert. So. Das ist nämlich möglich. Ist da noch einer gestorben? Oh, lila Sachen. Ich liebe lila Sachen. Lila Sachen ist das Beste. Der sieht aus, als hätte er einen Helm, ne? Aber er ist auch alleine. Also fast. Habt ihr mich jetzt beide bemerkt? Ah gut, das ist sowieso ein Fallenbogenschütze. Der hat nichts drauf. Oh, du hast all deine Ausdauer verbraucht. Das tut mir ja fast schon leid für dich. Was ist das? Ah, ich habe mehr als genug Bomben. Willst du eine Bombe ins Gesicht haben, Bro? Okay, das... Das war irgendwie Fail, keine Ahnung. Alter, wo ist denn der scheiß Eingang? Kriegst noch eine Bombe ins Gesicht, versprochen. Wie gefällt dir das, wenn man dich bewirft, ne? Ist nicht so cool, ne? Oh, Elixier, danke schön. Genau das, was ich brauche. Pfeile, perfekt. So, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Noch eine Tür? Ihr seid jetzt nicht wirklich zu zweit, oder? Nein, jetzt nicht mehr. So, wo ist der andere Spacko? Ja, war doch gerade zu zweit. Lol. Er hat Geld gefunden. Das ist mein Geld. Ja, toll. Ich hab's verkackt. Was habe ich verdient? Dass ich dann ernst war. Die Leute wollen hier einfach nicht sterben. Ah, lass uns mal überraschen, was wir hier noch finden, Alter. Außer ganz viele Freunde. Von Nero Barke wegen seines feindseligen Verhaltens zerschmettert. Okay. Von Niro Bar. Niri Kabe. Wegen seines neutralen Verhaltens zerschmettert. Der war feindselig. Der war neutral. Scheiße, hier ist irgendwas. Okay. Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier. Hi. Ich hab Angst. Okay, pass auf. Soll ich's machen? Holy shit! Wo ist deine Schwachstelle, Bro? Wo ist deine Schwachstelle? Oh, ich wollte gar nicht schießen, nein! Hallo? Scheiße, mir bringt das nichts. Davies! Davies!
Endlich! Das funktioniert. Au! Okay. Hast verstanden, spiel nicht mit den Steinen. Oh, oh, verdammt, das ist nicht dein Ernst. Ich habe nicht mehr genug Heilung. Was ist das? Ach, Gegengift. Okay, Elixier immerhin. Wow, hat sich ja voll gelohnt. Riech hier wenigstens Schatz oder so? Ja. Pfeil, ein Bogen, saubere Sache. So, gucken wir uns mal an, was wir da Schönes gefunden haben. Ach stimmt, da habe ich auch was Neues bekommen, ne? Ah, hätte ich vorher schon ausrüsten sollen. Verdammt. Was? Aber meiner ist doch besser. Ach nee. Ach, pff. Das ist meiner, den ich gerade habe. Ah, jetzt ergibt alles Sinn. Okay, okay. Ich kann euch sehen. Ach, kommt, Leute, ey. Ist das dein Ernst? Das ist... Der jämmerlichste Tod aller Zeiten. Ach Gott. Oh, Mann. Ist das bitter, Leute. Ist das bitter. Ja gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich zeige euch das hier nochmal ganz kurz. Den Kodama-Segen, die Teile, die man sammelt. Von denen kriegt man einen Segen. Und da kann man sich halt aussuchen, möchtest du halt mehr Elixiere finden, mehr Material, also Pfeile, hast du nicht gesehen. Mehr Rüstung. Ich würde gerne mehr Waffen finden. Und da gibt es halt noch Amrita, halt die XP sozusagen, die man bekommt. Die kann man auch sich boosten lassen. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann drückt mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder bei etwas anderem. Haut rein, euer Zero. Tschüss.